Die Quests sind auch schon wieder blau hier. Nee, also die Mobs sind schon wieder blau, die Quests nicht, aber trotzdem. Na gut, egal. Ach hier, das muss ich wieder aktivieren. Siehst du, ich erinnere mich. Die Abwehrkräfte. Ach ja, was ist denn heute nur? Also heute ist auch irgendwie, ich weiß nicht. War schon wieder so spät. Ist krass, wie die Zeit vergeht, warte. Tatsächlich. Ach, ich spiele schon wieder über 20 Minuten. Ist mir gar nicht aufgefallen, hä? Hä, was ist denn das hier? Ist irgendwie... Hier komme ich ja gar nicht hoch. Das ist ja scheiße. Okay, andere Seite. Okay, ich nehme mal die Ziege. Die kann nämlich so gut Treppen steigen. Warum auch immer. Ja. Gut. Ich bin mal sehr gespannt, ob Dextry diesmal nicht abstürzt, wenn ich die Aufnahme beende. Bei Guild Wars 2 hat es eigentlich immer funktioniert. Da habe ich Aufnahme beendet, hat wunderbar geklappt. Auch nach einer Stunde und so. Ne, hat alles geklappt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Also zumindest nicht in WoW. Letztens, habe ich ja in der letzten Folge erzählt, müsste das sein. Vielleicht noch diese Folge, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Naja, mal sehen. Oder wann ich schneide, weiß ich nicht. Naja, so, ist irgendwie alles verhext in letzter Zeit. Also Guild Wars 2 ist gestern auch ausgefallen, weil ich mich um die WoW-Aufnahme kümmern musste. Es tut mir leid. Also gestern für euch ist es ja... für euch ist es ja vorgestern. Wenn das die zweite Folge ist, die ich heute aufnehme, ansonsten ist es gestern. Auf jeden Fall ist Guild Wars 2 einmal ausgefallen, tut mir leid, aber ich musste mich irgendwie um World of Warcraft kümmern. Und dann muss ich mal schauen, was ich denn noch machen kann. Also das ist doch alles dämlich. Mann, 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 Mann. Also ich frage mich echt, wie kann man so ein schlechtes Programm hier programmieren? Hier, TMPG eng. Das stürzt ja ab irgendwie, wenn ich... Nee, stürzt... Das hatte ich auch einmal, da wollte ich ein Video in 4K machen, es ist einfach abgestürzt, weil es zu wenig Speicher hatte. Toll. Warum machen die kein 64-Bit-Programm? Ich meine, es ist ja an sich kein Fehler, dass es so wenig Speicher hatte, weil es braucht ja so viel. Das X264, einfach weil das so eine hohe Auflösung ist. Das Problem ist nur, die lassen einen ja nicht mehr als 2 GB benutzen, weil es nur ein 32-Bit-Programm ist. Und kein 64-Bit-Programm. Schon wieder, was ist denn... Alter, wie viele Quests denn... Speer, schwingende Bilbisse bedrohen alle, die die Treppe von Kadazaram hinabsteigen möchten. Ihr solltet den Bilbissen, die am oberen Ende der Treppe lauern, und ihre Boshaftigkeit auf jene richten, die Moria verlassen wollen, ihre Speere abnehmen. Reicht nicht, dass ich sie töte. Als ihr Kadazaram betratet, habt ihr ein starkes Beben gespürt. Annehmen. Ein starkes Beben? Was zur Hölle? Wo denn? Da unten, okay. Gut, dann gehe ich da mal. Also unten ist gut da im... warte mal, wo laufe ich jetzt hin? Laufe ich hier richtig? Ich bin jetzt schon wieder in Zelemelek. Das ist doch falsch, oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Ich muss ja irgendwie hier... Da muss ich irgendwie rum. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Also hier geht's runter. Ach, hier geht's, glaube ich, weiter. Frag mich nicht. Kadazaram. Hier muss ich hin irgendwie. So, den soll ich die Speere abnehmen. Aber ich glaube, das geht nicht so einfach. Ich glaube, die muss ich irgendwo finden, oder? Ah, nee, wahrscheinlich von den Speerwerfern. Tatsächlich. Okay. 6 Stück. Na toll. Noch mehr Kill- und Sammelquests. Na gut, wir sind ja auch Jäger und Sammler. Von daher. Ne, wie in der Steinzeit. Ach, das waren noch Zeiten, als wir damals noch mit Speeren Mammuts gejagt haben. Ach, das war schön. Ja. Ich erinnere mich noch genau damals. Nee, natürlich nicht. Tja. Na gut. Stirb, Moria Wache. So, er nimmt noch auf. Immerhin, das funktioniert. Das Gute ist ja, wenn er... Selbst wenn der Header von der Datei, also diese ganzen Informationen über die Audiospuren und so weiter kaputt sind oder kaputt ist, kann ich ja immer noch das von einer anderen Datei reinkopieren. Das funktioniert ja. Ist halt ein bisschen umständlich, das nachher alles so zu verarbeiten, wie es verarbeitet werden soll, weil das ein bisschen, naja, dämlich oder langwierig ist. Ist halt ein bisschen doof. Naja. Gut. Stirb, Moria-Wache. Und da muss ich mal gucken, wie ich TMPG-Eng dazu bekomme, die Videos so zu encodieren, dass ich keine Standbilder habe. Also jetzt World of Warcraft. Dies wird wahrscheinlich
Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. World of Warcraft. Mann, World of Warcraft. Oder Warcraft wird wahrscheinlich starten, wenn Guild Wars 2 abgeschlossen ist. Also kann sich noch nur noch um Jahre handeln. Nee, wahrscheinlich Monate. Also, oder spätestens, wenn das neue Add-on rauskommt, dann wird auf jeden Fall World of Warcraft starten. So, mal sehen. Vielleicht habe ich ja bis dahin Guild Wars 2 fertig. Hier muss ich irgendwie hin. Hier muss ich irgendwie hin, ich glaube. Oh, hey, was geht, altes Haus? So, dann machen wir mal tot. So, Disney ist das große Tod machen. Nee, keine Ahnung. Ach, Mann, was ist denn? Also, heute ist irgendwie echt der Wurm drin bei allem. Bei allem irgendwie. Oder seit gestern, nee, seit vorgestern schon. Das ist echt schlimm. Also, ein Troll? Alter. Okay, ich habe den Ursprung des Bebens gefunden. Yeah. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis mein... Naja. Bis meine Moral wieder voll aufgefüllt ist. Andererseits wird es auch so klappen. Na komm schon, stirb. Moria, Troll. So. Ach schön. Ein Troll. Ist ja einfach mal so ein Troll. Aber wie soll der denn... Ich meine, der ist zwar groß, aber wie soll der denn so ein Beben verursachen? Indem er nur aufstampft, der muss ja Tonnen wiegen. Ja, tausende von Tonnen, damit er das machen kann. Weil ich meine, hier ist überall massiver Fels. Das geht doch eigentlich kaum. Na gut. Alter, der war aber leicht. Neue Tat, Trollbezwinger, was? Okay, das habe ich abgeschlossen. Achso, geht im Kampf nicht. Gut, dann nicht. Gut, dann halt nicht. Also, Moria Speerwerfer, stirb. Komm schon, stirb. Ja, stirb. Na, jetzt, na. Jetzt aber. Ihr habt die Bedrohung auf der Treppe besiegt. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt diese Relikte eigentlich her? Ich meine, Ausdauer, Geschicklichkeit, ich nehme mal Geschicklichkeit. So. Na? Wo kriege ich die Relikte her? Oh, schon wieder ein Beben? Na toll. Ich meine, ich habe ja eigentlich, ne, aber... Also ich habe eine Quest abgeschlossen. Dafür kriege ich eine Belohnung. Okay. Das ist eine Truhe. Sowas nennt man Truhe. Diese Truhe, die einst von einem großen Troll aus Kadazaram bewacht wurde, ist nun vollkommen unbewacht. Ihr solltet sie untersuchen, um herauszufinden, was sie enthält und den Inhalt zu Swanre bringen. Okay. Habe ich schon untersucht? Nee. Oh, achso, habe ich doch schon. Okay. Komisch. Na gut. Was? Alter, ich habe doch heute schon ein Geschenk bekommen. Na gut, dann halt noch eins. Was gibt's denn diesmal? Alter, Silberreste. Ein Gold. Ne, irgendwer hat mir gesagt, ich kann diese durchsetzten Adamanten oder was das da ist, verkaufen, wenn ich Geld brauche. Aber hier, wie viel Geld habe ich inzwischen? Geldbeutel? Ja, 48 Gold. Und da kommt ja noch was dazu, weil ich ja gerade schon wieder was bekommen habe. Was ist denn diesmal? Legendärer Gegenstand ist aufgestiegen. Okay. Auch nicht schlecht. Kann ich hier vielleicht? Nee, kann ich nicht. Okay. Tat verliehen. Auch schön. Trollbezwinger. Wow. Ich muss irgendwie den Speerwerfern noch die Speere abnehmen. Dazu muss ich natürlich erstmal die Speerwerfer töten. Stirb. Moria Wache. Stirb. Tu mir den Gefallen. Tja. Ach Mann. Ich könnte mich auch schon wieder nur beklagen. Aber wieso macht dieses Programm namens CMPG Eng Video Mastering Works 5 aus meinen Videos einfach Standbildvideos? Ich meine, hallo, das muss doch bloß warten, bis der nächste Frame geladen ist und dann weitermachen. Stattdessen kommen Standbildvideos raus. Also die ersten paar Minuten oder vielleicht auch noch die Hälfte teilweise funktionieren ja noch, aber ab dann wird es nur noch zum Standbild. Ich muss echt mal probieren. Ich habe ja morgen eh den ganzen Tag frei. Also nicht den ganzen Tag frei. Ich habe morgen den ganzen Tag zu tun. Heißt also, ich kann von heute irgendwie heute 20 Uhr bis übermorgen um 8 locker da durchlaufen lassen. Mit zwei Kernen oder so. Weißt du, also kann ich einfach sagen, du nimm mal nur zwei Kerne und guck mal, ob du dann vielleicht die ganzen Frames laden kannst, bevor du sie encodierst. Ja. Dass da nicht Standbilder rauskommen. Und dann mal sehen. Vielleicht klappt das ja. So erstmal den Speerwerfer hier töten. Oder er holt sogar einen Freund, also einen Verbündeten hinzu. Und das ist ja auch mal nicht schlecht.
Gut, ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber trotzdem. So. Finde ich auch toll. Wenn das anders wäre, würde es mich auch irgendwie stören. Ich meine, er steht direkt daneben. Teilweise ist es ja so. Teilweise stehen die ja wirklich direkt daneben und trotzdem... Ja, nix. Trotzdem tun sie nix. Ist echt seltsam. So. Ich soll den Speer abnehmen, also muss ich noch drei töten. Ja, toll. Wow, total spannend. Tja. Ich habe echt die Hoffnung, dass das funktioniert. Also die World of Warcraft Aufnahme ist echt, steht unter keinem guten Stern, muss ich ja zugeben. Also theoretisch, wenn ich dem Encoder nur zwei Kerne zuweise, oder nur einen, ich weiß nicht, nur einer wird zu lange dauern, aber nur zwei Kerne. Wobei, das würde denn auch wieder ewig, verdammt. Wenn ich dem nur zwei Kerne zuweise, sollte der eigentlich langsam genug laufen, um die ganzen Frames zu laden. Bevor er die halt encodiert. Das ist die Theorie. Ob das in der Praxis so funktionieren wird, weiß ich nicht. So komme ich hier irgendwie durch. Nee, natürlich nicht. Ich muss erstmal den hier töten. Und dann brauche ich noch ein paar Speerwerfer. Stirb. Ah, warte mal. Halt erstmal das hier und dann den Herzsucher. So. Der macht er mehr Schaden. Ist auch nicht schlecht. So, und schon haben wir das Herz gesucht und da reingeschossen. Und trotzdem lebt er noch. Ist voll realistisch. Aber okay. Gut, ist das halt so. Ne, ich meine, wenn man mir ins Herz schießt, überlebe ich ja auch noch ein paar... Ne, überlebe ich einfach. Außer man schießt mich nochmal an. Dann nicht mehr. Aber so, wenn mir jemand einen Pfeil ins Herz rammt, mein Gott. Ja, ist doch jetzt kein Grund umzufallen tot. Ja, oder gar zu sterben oder so. Wobei, ist ja das Gleiche. Egal. Ne? Also, wenn euch jemand einen Pfeil ins Herz rammt und ihr tot umfallt, ihr seid ja so eine Luschen echt. Dann, nee, natürlich nicht. Aber das ist voll realistisch, was? Ich schieße den ins Herz und die... Ja, natürlich. Oh, ist der gerade gespawnt? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Also Realismus in dem Spiel zu suchen ist vielleicht auch nicht das Sinnvollste, wie man sieht. Tja. Okay, Speerwerfer, du bist tot. Ich kann die Aufgabe abgeben. Ihr habt die Waffen der speerwerfenden Bilwisse von Kadazaram genommen und so die Treppe für all jene sicherer gemacht, die Moria durch die östliche Tür verlassen möchten. Jetzt beenden. Also, wieso kann ich im Kampf keine Quest beenden? Wieso nicht? Kann mir das jemand erklären? Hallo, lass mich einfach nur die Quest beenden. Verdammt mich nochmal. So, und jetzt noch hier runter und, naja. Kann ich jetzt... Ah, geht doch. So. Wahrscheinlich, weil ich denn aufsteigen könnte unter Umständen und dadurch wieder... Ist ja voll sinnlos. Na gut. So. Weißt du, wenn ich aufsteige, habe ich wieder volles Leben. Wäre ja total gescheatet. Passiert ja auch so oft, dass man aufsteigt. Ich verstehe es nicht. Na gut. Ja, das ist aufgestiegen hier. Warte mal, was kann ich denn da... Nee, das ist alles... Okay. Ist alles irgendwie doof. Da muss ich noch warten. Svanre. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Khazad-dûms breit machen. Gut gemacht. Nun muss ich keine Angst haben, dass meine Zehen von geworfenen Speeren aufgespießt werden, wenn ich nach oben gehen will. Dafür wird dein Schädel von Äxten gespalten, aber naja, gut. Was? Schon wieder eine neue Quest? Zwerge müssen für Zwerge kämpfen. Ganz schön fette Beute, Thagador. Die Bilwisse haben einen beeindruckenden Schatz angehäuft. Doch von einem so erfahrenen Schatzsucher wie euch können sie keine Wertsachen verbergen. Was? Achso, vor einem. Okay, können sie keine Wertsachen verbergen. Okay, was habe ich denn bekommen? Wow. Reine Celebrand. Salben brauche ich auf jeden Fall. Metallkeulen. Oh, oh, schön. Ein fauler Geruch. Wir haben nicht viel Zeit für eine Unterhaltung. Wichtige Ereignisse haben ihren Anfang genommen. Wie spät ist denn jetzt? Ach. Warte mal. Nee, Moment. Um 33 habe ich an. Okay, gut. Ich bin hierher gereist, um auf die wunderschönen Steinbäume zu blicken. Doch werde ich dabei von dem Hauch eines seltsamen Geruchs gestört. Es ist nur ein flüchtiger Hauch. Doch muss seine Quelle sehr stark sein, um in einer derart zugigen, weiten Halle mit einer so hohen Decke wahrnehmbar zu sein. Würdet ihr bitte nach der Quelle des Geruchs suchen? Ich möchte wirklich nicht, dass selbst dieser steinerne Wald von dem Bösen beschmutzt wird, das nach Moria gekrochen ist. Oh, wenn du nur wüsstest, wie viel da hinten rumkreuchen und fleuchen an Gegnern, ja.
Da ganz weit hinten irgendwie, da waren wir ja schon mal. Wir haben noch keine Spur von Durins Fluch gefunden. Seid vorsichtig, wenn ihr nach Moria reist. Ich bin hier, um auf die großen Steinbäume zu schauen und diese legendäre Halle mit eigenen Augen zu sehen, bevor ich ins Licht hinaustrete. Wenn ihr mit mir hinabsteigt, lasst uns den Zwergenstatuen aus Statuen aus Durins Zeiten Tribut zollen, die die Halle säumen. Der Legende nach stehen am Fuße der steinernen Kohlebecken, die einst ein orangefarbenes Licht auf die gesamte Länge der zweiten Halle warfen. Was? Was? Der Legende nach stehen am Fuße der... am Fuße der Statuen Kohlebecken. Okay, ach, die Kohlebecken. Ja, die warfen das Licht. Okay. Doch sind sie schon lange nicht mehr angezündet worden. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, was ich da eigentlich gelesen habe. Aber jetzt ist richtig. So, ich muss das Beschwörungshorn hier sprechen. Also blasen. Nicht das Beschwörungshorn sprechen. Auch nicht schlecht. Hey, ich spreche mal ein Beschwörungshorn, weißt du? Jeder Musikant oder Musiker wird mich dafür hauen. Na, egal. Ja, das ist voll sinnvoll. Also, der steht, ne? Ihr habt's gesehen, der stand direkt da. Ich muss natürlich ins Beschwörungshorn pusten, um ihn zu rufen. Ich kann ihm nicht einfach sagen, hey, komm mal mit. Das geht nicht, weil, dann, das versteht er nicht. Ich muss ins Beschwörungshorn pusten. Oder blasen, oder was weiß ich. Ja, aber bei Blasen denkt ihr wieder an irgendwas Perverses, von daher. Nee, aber was zur Hölle, Alter? Das ist doch nicht wahr. Ich meine ernsthaft. Der steht direkt neben mir. Warum kann ich ihn nicht einfach ansprechen und sagen, komm mit, lauf weg. Jetzt, hallo, wo läuft der? Ach, da hinten läuft er rum. Mann, Mann, Mann. So, okay. Kommst du? Komm, schneller. So, hier muss ich runter. Wie spät ist jetzt? Wie spät ist der? Okay, gut. Ich muss bald eine Aufnahmepause machen. Diese, also die letzte Folge, die ich heute auch aufgenommen habe, die muss heute noch rauskommen. Außerdem, was bist du? Startet Aufgabe, Feinde der zweiten Halle. Okay, auch nicht schlecht. Dann machen wir das mal. Irgendwie starten die alle eine Aufgabe, von daher egal. Ich muss den ja eh töten, der ist im Weg. So, mal sehen, was das für eine Aufgabe ist. Wahrscheinlich muss ich einfach nur welche töten. Ja. Hallo, startet... Ach, da. Viele Feinde durchstreifen die zweite Halle von Nut-Melek. Ihr solltet die Mächte des Bösen besiegen, die in dieser Halle umherstreifen. Gut, haben wir das mal angenommen. Okay, Feinde und Monster in der zweiten Halle besiegen. 1 von 8. Na, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Naja, nicht ganz, aber trotzdem. Na gut. So, da hinten ist eine Statue. Das ist ja schön. Da muss ich, glaube ich, auch hin. Oder? Ich muss die Kohlebecken anzünden. Okay, und ich muss irgendwie auch... Ich weiß gar nicht was. Ich muss noch die Quelle des Gestanks finden. Das sollte da hinten irgendwo sein, theoretisch. Also, theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob das hier unten ist oder oben oder wo. Die Karte ist da. Ach, hör auf. Da, hier unten ist es. Okay. Fungus. Ah, jetzt wird er noch angegriffen. Mann. Okay. Ich muss die ja eh töten, aber trotzdem. Mann, 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 Mann. So, tot. Ach, das ging ja schnell. Dich muss ich auch töten, es tut mir leid. So. Okay, ja. Ich muss echt gleich aufhören. Ich muss leider eine Aufnahmepause machen, weil ich, naja, ne? Die Folge muss morgen rauskommen, die andere aber heute. Und es ist gerade, ihr seht ja, wie spät es ist, 9 und 12. Und ich muss auch noch Guild Wars 2 aufnehmen. Und dann habe ich noch nachher einen Termin mit irgendwem, der hier vorbeikommen will. Und vorher muss ich noch ein bisschen aufräumen. Naja, gut. Pilz verströmt einen stechenden vollen Geruch. Okay, ist ja schön. Und jetzt? Gibt noch mehr Quellen des Geruchs? Okay, gut. Ich muss noch zu diesen Kohlebecken, die hier theoretisch irgendwo stehen sollten am Fuße der... Ach, nee. Das sind... Hä? Seht ihr hier irgendwo Kohlebecken? Ich sehe hier keine. Ich sehe da Holz, aber keine Kohlebecken. Hier sind doch Statuen. Wo sind denn... Hä, wo sollen die denn sein, die Kohlebecken? Was? Ach, da oben. Ach Gott. Ich bin ja komplett auf der falschen Seite. Na toll. Noch ein Zwergdrache. Okay. Gut, dann suchen wir mal die zweite Quelle des Gestanks und dann mal sehen, was wir dann machen. Ne?
Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr, irgendwie jede Minute. Okay, da ist ein Fungusbelag, da gehen wir mal hin, würde ich sagen. Und dann... Hier ist der Geruch überwältigend. Überwältigend ist gut, ja, es überwältigt mich. Nicht im positiven Sinne. Der Pilz verströmt einen stechenden, faulen Geruch. Okay, ich stelle mich mal hier in Sicherheit. So, hoffentlich. Also ich kann nicht mal bis an die Wand ran. Wieso nicht? Keine Ahnung. Na gut. An die voll hochauflösende Texturwand. Siehst du da? Ist voll hochauflösend. Na gut, ist bestimmt Ultra HD. Ne? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich sag dann einfach mal... ja, mit diesem wunderschönen Ausblick sage ich einfach mal... Tschüss.